Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Gesponsert von Tesma Zauberartikel und werbefrei. Vielen Dank an unsere Patreons. Ja, so. Was haben wir bekommen, Joe? Schon lange nichts mehr rausgebracht, glaube ich, von Sense Mind. Das ist so krass, Sense Mind bringt kaum Produkte raus. Echt, tatsächlich. Aber dafür auch immer qualitativ. Ja, heute haben wir... Keine Angst, keine Hate-Folge. Tunnel bei... Und sieht eigentlich ganz geil aus. Ja gut, das kann man bei Sense Mind. Sag doch mal was zum Effekt. Tunnel. Wir haben einen schwarzen Umschlag, den haben wir hier. Jetzt zeigen wir mal ganz schnell. Das ist einfach ein schwarzer Umschlag. Ja. In den kommen zwei Geldscheine hinein. Das können alle möglichen Geldscheine sein. Zwei Zuschauer halten, die Zuschauer unterschreiben die Geldscheine natürlich vorher. Dann kommen die da rein. Die Zuschauer halten an beiden Enden fest. Der Zauberer schlägt in der Mitte den Umschlag weg, dass die Zuschauer nur noch den Geldschein in der Hand halten. Und wie durch Zauberhand tauschen die Geldscheine die Plätze. Also wenn der eine Person einen Zehner hatte, hat sie jetzt den 20er in der Hand und andersrum natürlich. Genau. Ja, ist ganz coole Idee. Also, ja, oder was meinst du dazu? Was ich halt mal, das ist, also wir kaufen jetzt kleine Illusion-Show. Was steht hier hinten drauf? Reset-Time 3 Sekunden. Joa. Ja, die Umschläge sind enthalten und ein 8-Minuten-Prep. Andi, du hast was für 8 Minuten? Kommt hin? Ja, kommt hin. Es wird, man hat alles eigentlich daheim als Zauberer, der ein bisschen bastelt. Hm. Es ist, verstehe nicht, warum sie es nicht gleich fertig gebastelt haben, aber ja, gut, ja vielleicht wegen, Produktionskosten. Wegen den Geldscheinen. Ja, und wegen den Geldscheinen. Genau. Ihr braucht auch ein bisschen Geld. Das, ja, es geht kein Geld kaputt beim Basteln, sagen wir mal so. Ihr seid halt eben quasi auch ein bisschen dann, ihr braucht die richtigen Geldscheine. Ihr könnt jeden Geldschein benutzen, aber ihr braucht, wenn ihr es dann repariert, die richtigen. Und unser Patreon aus unserer Patreon-Gruppe hat noch eine Frage dazu. Frank Wegerhoff, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesprochen, fragt, ob man am Ende dann auch die richtigen Geldscheine hat oder kann sich der Zuschauer die Seriennummern merken? Genau, jein, also es ist so, jeder Zuschauer hat am Ende, man leiht sich von hier einen 20er, da einen 10er, lässt den eigenen Schein unterschreiben und am Ende hat wieder jeder Zuschauer seinen Schein in der Hand und man kann es so managen, dass die Nummer quasi nicht gemerkt werden kann, also dass der Zuschauer keine Möglichkeit hat, da irgendeinen Fehler zu identifizieren, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ja, also es ist jetzt nicht so verkehrt. Sie verkaufen es halt als kleine Mini-Illusion. Was mir nicht gefällt, es gibt die Möglichkeit, den Umschlag vollumfänglich zu untersuchen zu lassen, aber diese Möglichkeit gefällt mir gar nicht und finde ich auch mit dem Handling, mit dem es erklärt ist, sehr schwierig. Sie haben noch eine Variante, wo man ihn nicht untersuchen lässt, was meiner Meinung nach auch nicht nötig ist, wenn man ihn mit den gewissen Subtleties herzeigt, wenn man hier durchgucken lässt oder so, dann geht. Es ist trotzdem, bleibt es für mich so ein komisches Objekt. Weil ich mache jetzt einen Zaubertrick, ich hole erstmal das hier raus. Ja, das ist immer so eine Sache. Also es ist halt ein Requisit. Es ist einfach ein Zauberrequisit und die Leute so, die vermuten den Trick da drin und im Endeffekt steckt er da drin, ist so eine Gefahr. Wir haben es jetzt nicht umfangreich live ausprobieren können. Das, was ich aber sagen muss, ich finde aber halt eben, es sieht halt visuell aus. In dem Moment, wo ihr draufhaut, verwandeln sie sich quasi. Es ist tatsächlich, ohne dass ihr die Geldscheine wirklich anpasst. Es sieht geil aus, ja. Und am Ende, wenn ihr dann da steht, ist halt eben die Illusion tatsächlich perfekt, dass die sich wirklich einfach so verwandelt haben. Das gefällt mir jetzt halt eben dann. Und Sense Mind natürlich in aller TV Rights not included with purchase or TV Rights. Wieder TV Rights. Warum? Ja, ich meine ganz ehrlich, ich meine, das ist jetzt eh nicht was. Jedes Mal dasselbe Schmarrn. Also das YouTube anscheinend geht. Ja, also wer auch da auftritt, ich meine, ist ja nicht TV. Aber Videorechte sind ja nicht, das sind ja nicht die Videorechte. Also ich finde es auch nicht so, ich meine, es gibt schönere Geldscheintranspositionen. Mm. Ich finde sogar einen Bill Switch einen ganz klassischen schöner, weil das so dieses Requisit stört. Außerdem ist es nicht besonders praktisch. Es passt nicht in die obere Hemdtasche, es passt schlecht im Geldbeutel. Mm. Es ist jetzt halt auch nicht sowas, was man halt eben, na gut, vielleicht in meinen Anything to Wallet, wer den vielleicht kennt, der könnte damit vielleicht anfangen, da passt es rein. Aber also für so einen großen Geldbeutel halt. Aber ich meine, es ist kein Utility-Gimmick. Ihr könnt damit nur das machen. Ja, ihr könnt auch nur das machen. Das ist richtig. Also, wenn es euch gefällt und ihr sagt, boah, ihr wollt das unbedingt so machen, dann ist es nicht verkehrt. Es funktioniert alles in allem gut. Aber wenn es gibt bessere Geldscheintranspositionen. Also, wenn es nicht das sein muss, muss es nicht das sein. Und ich denke, damit fange ich jetzt einfach mal mit der Bewertung an. Ich gebe dem Ganzen deshalb 4 Punkte. Es ist ein solides Produkt, aber ich finde es einfach nicht das ultimative Geldscheck. Ich hätte dem Ganzen jetzt sogar 3 Punkte gegeben. Ja, es funktioniert, aber es wäre jetzt auch halt echt einfach nichts für mich. Und das war's schon mit Tunnel. Tunnel bei Nien. Nien. Wir bleiben bei Sense Minds und haben noch was dabei, Snack. Und zwar, was ist Snack, Joe? Erklär uns doch mal den Effekt. Snack von Ben Howard, präsentiert von
Sense Mind. Ja, ihr leiht euch einen Ring, Zuschauerring. Ihr lasst ihn verschwinden in der Hand und ihr geht quasi in euer Hemd rein. Und wenn ihr herauskommt, ist der Ring an der Kette drin. Ihr sagt, ihr macht kurz noch die Kette ab und jetzt zieht die komplette Kette raus. Und der Zuschauer kann das quasi untersuchen. Es ist dann sein Ring. Jetzt müssen wir kurz so sagen. Genau, ja, da fällt mir gerade ein, auf unser Patreon, der Frank, hat dazu auch gefragt, ob man selber die Kette. Ob der Zuschauer muss, die Kette, ob der Zuschauer. Nein, man muss es selber machen. Es muss, also man, nur der Zauberer kann die Kette rausholen mit dem Ring. Es sieht wirklich so aus. Ihr könnt aber ab einem gewissen Punkt, also ich, mit dem richtigen Zuschauermanagement, ihr könnt halt eben den Ring rausholen und ihm dann den Zuschauer geben. Dass er ihn rausziehen kann. Aber was ihr das nicht machen könnt, falls das die Frage, ihr könnt nicht die Jacke ausziehen und ihr seht dann einen Ring an einer kompletten Kette. Das geht nicht. Genau. Also es geht nur dieses Handling, wie auch im Trailer. Ja. Und Joe, das wollte ich dir noch sagen, also man kann ihn so verschwinden lassen. Es wird aber empfohlen, von Sense Minds auch noch die Vanishing Ring Box zu nehmen. Die für 250? Genau, oder 300? Das sagen sie extra dazu. Ich meine, das muss man mal erwähnen. Ja, okay, können wir machen. Wobei das ist eine andere Geschichte. Die Frage von Frank war auch noch, ob man unbedingt ein Hemd braucht. Da diskutieren wir. Wir haben es jetzt leider nicht ausprobieren können. Ich sag ja. Also ich sag, na gut, dann diskutieren wir nicht. Ich sage nämlich auch ja. Achso, ich dachte, weil wir vorhin noch ein bisschen probiert hatten. Es wäre vielleicht ein bisschen umständlicher, aber ihr würdet die Kette quasi... Fürs original clean Handling braucht ihr Hemd, die Klamotten spielen da eine wichtige Rolle. Mhm. Für jemanden, der mit Hemd auftritt, ich denke, das dürfen sogar die meisten sein, ist es kein Problem. Ihr habt dabei eigentlich alles, was... Es ist eine Kette dabei, ihr habt die nötigen Utensilien dabei. Sense Minds sagt, es ist eine One-Time-Prep für 2 Minuten. Kommt hin. Wo ich nicht mit einstimme, ist der Reset. Da behaupte ich, dass man länger als 8 Sekunden braucht. Ja, das glaube ich. Also ihr könnt auch nicht von Tisch zu Tisch gehen in einem Restaurant. Ja, genau, nicht an dem Tisch, Ring hier Kette, nächster Tisch, nächster Ring Kette. Ja. Läuft nicht. Da müsst ihr vorher was vorbereiten, da müsst ihr vielleicht mal kurz verschwinden. Das ist das Einzige. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ganz ehrlich, ich finde, es ist sogar eine ziemlich cleane Ring-Anhaltskette tatsächlich. Ja, also ich meine, wenn ihr einen Zuschauerring irgendwie in eure Kette bringen wollt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das richtige Produkt. Ende für eine Ringroutine. Auf jeden Fall. Ich finde aber, dass es gibt schönere Finishes für eine Ringroutine und auch cleanere. Mir gefällt dieses, dass ich selber, also mir würde es gefallen, das geht natürlich nicht, wenn der Zuschauer den Ring da hängen sieht. Ich finde dieses Rausziehen, gefällt mir einfach nicht so gut. Mhm. Und ich finde, da gibt es schönere Sachen mit Ketten, wo Dinge an Ketten auftauchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das Einzige, was ich halt eben sage, ich finde, der Vanish ist nicht sonderlich gut erklärt. Für den Anfänger, für den Anfänger vielleicht etwas hinderlich. Ich habe das als Anfänger auch nicht hinbekommen. So, wenn man jetzt das wirklich als Anfänger kauft, so ein Vanish ist nämlich gar nicht so einfach, wie man denkt. Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee dahinter clever. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist simpler, als ich dachte und das hat mich tatsächlich sogar überzeugt. Ich werde dem sogar, können wir eigentlich schon zur Bewertung kommen, ich gebe dem Ganzen jetzt mal 7 Punkte. Ich bin tatsächlich überrascht. Ich würde es jetzt persönlich nicht machen wollen, weil ich eigentlich anderes Ende für eine Routine habe, für meine Ringroutine, die ich mache. Aber wenn ich einen Finish suchen würde, ich würde fast sagen, sogar go for it. Es ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Ja, man kann es machen, aber ich finde es jetzt nicht den Burner. Überhaupt nicht eigentlich. Ich gebe dem 3,5 Punkte. Also ja, es funktioniert alles, wie beschrieben, aber ich finde es nicht besonders clean und nicht besonders einfach. Genau. Okay, das war mit Snack. Und dann war es dann auch schon wieder mehr Angel Magic Review für heute. Und wie sind wir eigentlich auf einmal ins Studio gekommen? Ach ja, wir hatten schon wieder den menschlichen Error. Ja, da diese Folge so spät zählt, liegt daran, dass irgend so eine Pfeife aus unserem Team beim letzten Mal nicht auf Aufnehmen gedrückt hat. Wir saßen vor der Kamera und haben nicht aufgenommen. Passiert sogar den Profis manchmal, also muss man wirklich sagen. Genau, die Produkte waren bestimmt der Hammer damals, oder? Ja, wie gesagt, Tannen und Snack, ja. Einmal draufhauen und die haben sich verändert und Snack mit dem hier im Hemd. Die Leute wissen es, sie haben es gerade gesehen, Joe. Ja. Naja, auf jeden Fall, schaut doch bei unserem Patreon-Projekt noch vorbei. Ich glaube, da hatten wir auch Fragen bei Tunnel und Snack dazu. Genau. Ne, in der Infocard und hier. Ja. Genau, in diesem Sinne, bleibt magisch.